Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stardew Valley. Und als allererstes denke ich, werde ich doch dieses Bild hier platzieren. Richtig gut, einfach richtig gut. Hat hier jeder sein eigenes Bild. Ich habe den Highway 89 und Sam hat natürlich die Nacht über den Echo-Hügeln. Ich weiß nicht mal, welches ich von den beiden schöner finde. Gegenstehen Rampenlicht, Recycle-Maschine, hast du ein wenig Müll geangelt? Das kommt heutzutage einfach viel zu häufig vor. Allerdings kann mit einer Recycle-Maschine diese Gegenstände wieder in etwas Nützliches verwandeln. Wirf einfach den Müll in die Maschine und sie kümmert sich darum. Jede Art von Müll produziert eine andere Art von Gegenstand. Das finde ich gut, aber das weiß ich bereits. Was sagt die Wahrsagerin? Neutral. Gut, gut. Und was sagt der Wetterbericht? Oh! Perfektes Wetter für das Standortaler Volksfest. Das ist schon morgen, das finde ich gar nicht gut. Hey, morgen ist das Volksfest. Muss meine Schleuder wieder etwas aufpolieren? Dann mach das, mein Lieber. Und ich habe einige Probleme mit der Modding-Engine. Falls es da zu Problemen kommt, tut es mir echt leid. Oder falls ihr da auch Probleme seht, ich überlege, dass ich die in den nächsten Tagen vielleicht mal wieder deinstalliere, weil das kann so einfach nicht weitergehen. Korn, ich hatte irgendwie Lust, dir einen kleinen Brief zu schreiben. Das finde ich toll, ich freue mich immer über Briefe. Ich hatte so viel Spaß mit den Kühen gestern. Ich verstehe langsam, warum du das Bauernleben gewählt hast. Ich hoffe, ich sehe dich bald. Hayley, vielen Dank, liebe Hayley. Hallo Corny, ich wollte dich nur an das Standortaler Volksfestbauern erinnern. Vergiss nicht, 9 Gegenstände für deine Auslage mitzunehmen. Das Fest beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtplatz. Wir sehen uns dort, Bürgermeister Louis. Das werde ich doch tatsächlich tun, lieber Louis. Wenn ich es nicht vergesse, kein Mais fertig, auch gut. Ach, und bevor das wieder 100 Mal kommt, wechsle ich mal lieber schon mal vorsichtig. Oh, da ist was fertig, sehr schön. Vorsichtig auf die Sense, wollte ich sagen. Da haben sich doch noch einige versteckt, habe ich doch genau gesehen. Ja, 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 braucht nicht glauben, dass ihr euch vor mir verstecken könnt. Corny sieht alles, manchmal. Oh, und da sind ein paar Artischocken fertig, das hat doch die Hexe... Nein, die Fee gestern gemacht. Hier keine... Nicht der Hexe alles in die Schuhe schieben. Nein, nein, das war eine gute Fee. Das freut mich. Das freut mich wirklich. So, dann gibt es nicht mehr Artischocken für uns. Außergewöhnlich gut, würde ich mal so sagen. So. Das haben wir. Mehr Artischocken. Hier gibt es Mais. Gibt es noch? Mehr Artischocken, mehr Auberginen, wollte ich sagen. Und dann hier die Artischocken mitnehmen. Da gab es irgendeinen Plus. Ach, die Süßkartoffeln sind auch fertig. Richtig gut. Dann packe ich da auch noch das hin. Jetzt habe ich schon keine Samen mehr. Dann packe ich das mal da überall hin. Da ist noch nichts fertig. Oder? Nein. Gut zu wissen. Da unten auch nicht. Doch, der Amaranth ist fertig. Dann wollen wir dich mal mitnehmen. Und hier überall das hier hinpacken. Ist das gar kein Feld mehr? Ja, gut zu wissen. Hallo? Liebes Spiel, Dankeschön. Natürlich will ich wieder etwas Saat kaufen beim lieben Pierre. Denn ich habe nichts mehr. Das finde ich nicht so gut. So, dann wollen wir mal euch alle mitnehmen. Bisher habe ich aber keine komischen Phänomene beobachtet, die man angeblich beobachten können sollte. Hat doch Leben vom Land mal was erzählt. Bei Kürbissen, Melonen und was war es noch? Ich glaube bei Blumenkohl, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe nur Kürbisse derzeit angepflanzt, aber ich habe nichts gesehen. Also was weiß ich. Ich weiß ja nicht mal, was ich erwarten sollte überhaupt. Macht natürlich auch schwer, das zu sehen. Sozusagen einen behalte ich von euch. Das wollte ich ja sowieso behalten. Ein Bündel Amaranth behalte ich vielleicht auch. Zack, 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 zack. Finde ich doch ganz gut. Dann wollen wir doch mal dich noch mitnehmen. Und wir haben genug Inventar. Hallo, liebes Superkätzchen. Dann wollen wir doch mal... Wie sieht's aus? Natürlich keine Hasenpfote. Was hätte ich denn auch erwarten können? Ich weiß es doch nicht. Habe ich irgendwie...
Ah, ich muss in die Mine. Na, von mir aus. Von mir aus, von mir aus, da ist. Doch, Erdbeeren sind fertig. Auch gut. Würde ich euch gleich alle verkaufen. 15. Das heißt, Sandy hat Geburtstag. Zu dem müsste ich eigentlich schon fast rausfahren. Doch, ich fahre zu Sandy und beglückwünsche sie zum Geburtstag. Einfach weil. Schau ich, ob ich noch eine Edelwicke mitnehmen kann. Dann wird es vielleicht heute nicht aus der Mini, aber sei es drum. Da ist mir die Sandy dann wichtiger. Ein Ei und eine Milch. Zack und zack. Und was merkst du denn, Edelwicken und Narzissen, soweit ich weiß? Habe ich, oder was steht hier auf dem Zettel? Krokus, Narzisse, Edelwicke. Krokus, Narzisse, Edelwicke. Habe ich das nicht mehr? Doch, das müsst ihr doch noch haben. Narzisse habe ich, die schenke ich dir. Gut, gut. Auf geht's zu Sandy. Liebe Sandy. Es gibt gleich Geburtstagsglückwünsche. Ja, bitte. Einmal ab in die Wüste. Ach, zu Robin wollte ich auch noch. Was habe ich schon wieder vergessen? Gar nicht gut. Hallo Sandy. Es gibt Geburtstagsgeschenke für dich. Ich hoffe, du freust dich. Geburtstagsgeschenk, das ist nett für dich. Oh, jetzt habe ich 10 Herzen mit dir. Richtig gut einfach. Hallo, hallo Herzchen. Ich bin froh, dass der Bus wieder fährt. Hier wurde es ziemlich einsam. Ich bin fast... Das hast du mir schon 100 Mal erzählt. Und hast du mir nichts zu sagen? Nein. Da geht es nämlich keinen Sinn, da will ich gar nicht hin. Dann schaue ich mal hier, ob es was Neues gibt oder mach vielleicht ein oder zwei Ebenen in der Schädelhöhle. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich das wirklich, denn ich habe die Hoffnung, hier ein bisschen Iridium zu bekommen. Das braucht vermutlich für ziemlich viel. Schätze ich zumindest. Und hier gibt es ja nicht mehr wirklich was zum Ausgraben oder zum Sammeln. Nein, vermutlich habe ich die Teile schon zu viel weg. Ich habe keinen besonderen Kör dabei, das heißt, einer lohnt sich auch nicht. Gut, gut, dann geht's auf in Ebene 100, würde ich mal so sagen. Oh, hallo, hallo, hallo. Dann wollen wir doch euch mal alle. Alles tot? Ja. Und ich habe schon wieder keinen Platz im Inventar. Das finde ich doch gar nicht gut. Oh. Hallo, hallo, hallo. Dich finde ich auch nicht gut. Wegen mir kannst du gerne wegbleiben oder sterben oder beides. Wechseln beides. Wie lange hältst du denn aus? Sag mal. Was geht aber in den Zock? Das Bild hast du nicht verstanden. Ja. Jetzt habe ich das nächste dumme Zeug eingesammelt, aber gut. Das nicht und das auch nicht, ne? Nein. Ich bin mir fast schon sicher, dass es beides keine Sinn, aber man kann ja mal auf Nummer sicher gehen. Warum eigentlich nicht? Ne, warum eigentlich nicht? Was wollte ich jetzt weg? Ach, gemischte Saat kann weg. Nehmen wir das Eisenerz mit. Die Fledermaus da hinten habe ich schon gesehen. Keine Angst, so dann bin ich auch nicht. Und die zweite auch. Bekomme ich die eine getriggert, ohne die andere zu triggern? Ja, sehr schön. Greifen sehr häufig und sehr schnell an. Oh! Richtig gut, einfach richtig gut. Was schmeiß ich denn weg? Einmal hart schmeiß ich weg. Und den Flötenblock schmeiß ich weg. Den wollte ich sowieso nicht. Der hätte sowieso höchstens getaugt zum Verkaufen. Und ich weiß, ob der besonders viel gebracht hätte. Vermutlich nicht. Gut, gut. Aber wirklich weit hinunter kommen wir auch nicht, oder? Aber dafür haben wir eigentlich genug Erz, dass ich eigentlich schon wieder gehen könnte. Ich werde das noch mitnehmen. 4 Ebenen. Ja. Schließt du das bitte, danke. Ich will gerade schon sagen, da ist doch wieder so ein komischer Krebs da hinten.
Ich hab's genau gesehen, dass du nicht auf dem Crit liegst. Perfekt. Ich bin nicht dumm oder nicht so dumm, für wie du mich gerne verkaufen würdest. Warum habe ich die nicht verkauft? Ich weiß es nicht. Na, immerhin kann ich sie jetzt essen, aber sie stopfen mir mal halt mein Inventar zu. Und so viel bringen die gar nicht gut. So, wie sieht's aus? Da gibt's einen Schleim. Zählst du auch für Erlege so und so viel Schleim? Ich hoffe es. Was? Wieso kannst du da durch? Die Lücke ist gar nicht breit genug für dich. Wollte ich nämlich eigentlich austricksen. Finde ich gar nicht gut, dass du dich nicht austricksen kann hier. Ach so. Stimmt, das zählt ja auch. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Richtig gut, einfach richtig gut. Das zählt ja auch. Das zählt ja auch. Okay. Vielleicht gehe ich dann wieder zurück. Ich werde hier noch ein paar Steine mitnehmen und sonst noch Erze, wenn ich sie sehe auf meinem Weg nach draußen. Aber ich denke nicht, dass ich noch besonders viel finden werde. Das heißt, das ist der letzte Stein. Ja, dann gehen wir. Mine verlassen, bitte. Vielen Dank. Sehr schön. Das heißt, ach doch, 17 Iridium-Erz und ein Iridium-Barren. Ich denke, damit kann ich leben, würde ich mal so sagen. Dann könnte ich noch bei Lea auch vorbeischauen. Richtig gut. Aber zuerst... Na, zuerst geht's... Oh, ich hatte um Stielchen übersehen. Das ist doch ein Mist. Aber ich würde nicht nur für diese eine Stielchen nochmal zurückfahren. Sicher nicht. Aber... Wir können. Wir gehen zuerst mal zurück auf den Hof und verkaufen ein bisschen was, damit ich mehr Platz im Inventar habe für die Saat. Oder packen auch was weg vor allem. So. Nein, euch behalte ich. Euch brauche ich nämlich noch. Diesmal denke ich ausnahmsweise mal dran. Dann packe ich dich nach oben. Nein. Dich nach oben. Und dann wird das in die Minenkiste geräumt, alles was da reingehört. So, sehr schön. Kohle noch. Eisenerz auch noch. Gut, gut. Ich muss auch noch einen Eisenbarren und einen Goldbarren verkaufen irgendwann mal. Denn das fehlt mir nämlich auch noch. Jetzt wollte ich gerade den Ziegenkäse in die Käsemaschine packen. Aber nein, das sollte ich vielleicht besser nicht tun. So, jetzt geht's mal Richtung Stadt zum lieben Pierre. Da hat er so wenig Festbesitzung auf. Oh, hallo Sam. Ah, du sagst mir nichts. Du kommst gerade zurück von einem Ausflug in die Stadt oder zu deiner Familie. Dann wollen wir doch mal. Und rede mit Louis. Das werde ich ja wohl auch noch schaffen. Oh, und es hängt schon was Neues aus. Wer möchte denn was von uns? Pam möchte Kürbis. Eine Fuhre, wie viel ist eine Fuhre? Ich weiß es nicht. Hoffentlich habe ich noch genug. Machen wir mal da ein bisschen was. Und noch Senfkohl ein bisschen und vielleicht Weizen noch und natürlich noch ein paar Feensaat. Vielleicht noch ein bisschen Amaranth. So, dann reicht's aber auch, lieber Pierre. Du machst wieder ein super Geschäft mit mir. Also, zum Louis, dann zur Pam. Ich hoffe, das schaffen wir alles. Mein Oma hat gemeint, ich soll mehr Zeit mit Lernen verbringen. Vielleicht hat sie recht. Oh, oh, oh. Vielleicht hat sie das wirklich. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Zeit du mit Lernen verbringst. Nein, Louis, 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 wo bist du denn? Das heißt, wenn wir die ja nie so wirklich... Mich für die Gesundheit dieser ganzen Gemeinde verantwortlich. Das ist manchmal anstrengend. Unsere Gemeinde ist recht klein. Ich habe das Glück, eine gute Beziehung zu meinen Patienten aufbauen zu können. Das freut mich. Aber ja, ich glaube durchaus, dass das sehr anstrengend sein kann. Aber jetzt gibt es erstmal ein Geschenk. Du hast, mit dir habe ich immer noch 4 Herzen. Das finde ich gar nicht gut. So, dann geht's zur... Ah, da kommen lauter Leute vorbei. Heißt, ich kann da nicht vorbei. Das finde ich richtig schade. Schauen, ob die Lea da ist. Dann gibt es einen Ziegenkäse als Geschenk. Und dann
Natürlich ist sie nicht da. Wissen wir dann, wo die sich immer rumtreibt. Dann muss ich noch zum Bürgermeister Louis. Ich wüsste echt gern, wo sich die rumtreibt. 19 Uhr darf ich aber schon nicht mehr rein, glaube ich. Ich weiß es nicht, wo du dich rumtreibst. Dann schaue ich jetzt noch mal kurz rein. Vielleicht habe ich dich auch übersehen oder so. Und falls nicht, dann gehe ich zum Louis. Und versuche, ob ich den noch erwische. Ah, da kommst du gerade angelaufen. Das freut mich doch. Er hat einen riesigen Teller voll wilder Pilze und Eier zum Frühstück. Ich bin immer noch satt. Ja, dann scheint es wirklich eine Weile zu halten. Achte gut auf den Boden vor dir und du wirst Safe-Pilz finden, da bin ich mir sicher. Ja, ja. Dann scheint es wirklich eine Weile zu halten. Denn das Frühstück ist jetzt um 18.40 Uhr. Doch schon eine ganze Weile her, würde ich mal so sagen. Lieber Louis, wo treffst du dich um? Bist du mittlerweile zu Hause? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es und ich hoffe, dass ich noch rein darf zu dir. Ich würde nämlich ein paar Schleime abgeben gehen, beziehungsweise dir sagen, dass ich Schleime erlegt habe. Sagen wir es mal so, bist du heute in der Kneipe? Auf jeden Fall habe ich eine Katzin in der Kneipe. Hallo Conny, willst du mir nicht etwas Gesellschaft leisten? Doch, warum nicht? Ich muss einfach mal loswerden, was dir auf dem Herzen liegt. Ich habe furchtbares Pech mit Frauen, Conny. Ich bin ein netter Kerl, wenn man mich kennenlernt. Ich schwöre es. Die Mädchen scheinen dich alle zu mögen, Conny. Hast du irgendwelche Tipps? Beeindrucke Frauen mit der Stärke deinem Charme? Benimm dich seltsam, um ihr Interesse zu wecken, benimm dich natürlich einfach du selbst, behandle Frauen genauso wie Männer, eindeutig. Okay, ich werde daran denken. Hi Clint, mit was kann ich dir heute dienen? Ja. Ich meine, ich hätte gerne das Übliche mit extra Käse und viel Soße, bitte. Hi Corny. Danke Emily, dass du meine Bestellung aufgenommen hast. Emily, ich dachte, ich habe mich gefragt. Ja, Clint? Ach, nichts. Ach komm, Clint, gib dir einen Ruck. Hi Shane, hier ist dein Getränk. Danke, Emily. Also, wie läuft deine Schicht soweit? Alles in Ordnung, danke der Nachfrage, Shane. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über die Hühner? Bei mir geht es nur noch bergab. Vielleicht solltest du einfach sie nach einem Date fragen, wie wäre denn das? Wäre das keine Möglichkeit? Und hier ist der liebe Louis auch nicht. Trotzdem hat er eine Katzin mit Clint, das ist doch auch schon mal ein Fortschritt. Ist ein Fortschritt, Müll ist kein Fortschritt. Louis, wo treibst du dich denn rum, bitte? Es ist 19.40 Uhr. Na, so viel scheint schon ja nichts zu schaffen zu haben. Der Ofen des Bürgermeisters könnte meine Reinigung vertragen. Ah, na, da gibt es noch was von Mr. Key zu lesen. Die Scheidung, wenn es eine Gebühr für 50.000 Euro. Nein, sicher nicht. Wieso sollte ich mich scheiden lassen, weil ich habe den besten Mann der Welt. Ein traditionelles Teeset. Der Bürgermeister muss Tee ziemlich ernst nehmen. Das freut mich. Das ist mal jemand, der das auch zu schätzen weiß. Richtig gut. Begutachtet seine gesamte Einrichtung, solange bis du endlich mal wieder nach Hause kommst, lieber Louis. Ich meine, es ist 21.10 Uhr. Was bitte tust du? Oh, da kommst du. Durch die Decke deines Hauses gelaufen. Kommst du morgen Nacht vorbei? Wenn du das Fenster hinten nimmst, wird es keiner bemerken. Ich würde dich gerne öfter sehen. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber kannst du nicht etwas Zeit für mich nehmen? Ich hoffe, dich morgen zu sehen. Vermutlich die Marnie. Guten Abend.
Schleime können in Gruppen ziemlich gefährlich sein. Es sollte dank deinen Bemühungen jetzt etwas einfacher sein, auf Erkundung zuzugehen. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Vielen Dank, liebe Louis. Ja, ich weiß. Das ist schade, aber ich fürchte, da kann man nichts machen. Lieferung, wer wollte was geliefert? Ach, die Pam einen Kürbis. Ach nee, das kann ich dir morgen gar nicht geben. Morgen ist Festival. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Pam, ich vermute, du wirst leider leer ausgehen müssen. Denn heute habe ich es verbummelt. Und morgen ist Festival, das heißt, du wirst das nicht schaffen. Also ich werde dir das nicht geben können. Ich nehme zur Sicherheit mal eine mit, aber ich glaube es nicht. Oh. Wollen wir doch erstmal ein bisschen Ordnung auf unserem Hof schaffen hier. Was soll denn das? Ah, was soll denn das? Seid ihr jetzt beide erledigt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Schleim ist einfach verschwunden. Von mir aus. Eben habe ich eine Schattenessenz, das ist auch schon ein Fortschritt. Machen wir Mayonnaise nochmal. Nehmen den Käse mit. Einen Goldbarren. Das freut. Ach, den kann ich dann gleich mal verkaufen. Muss ja eh noch einen verkaufen. Warum denn nicht den nehmen? Dann die normale Mayonnaise, die Entenmayonnaise. Sonst gar nichts. Kommt die Schattenessenz weg. Ach doch, die Eier und den Granatapfel könnte ich verkaufen. Dann kommt Kupferbarren, wird nicht gehen. Aber dann kommt das weg. Richtig gut. So. 15. Ja, ja, das wird schon noch was werden, hoffe ich doch. Habe ich jetzt alle Felder? Nein, habe ich nicht. Hier nicht und da nicht. Okay, aber sonst habe ich alle Felder. Gut zu wissen. Dann sollte ich vielleicht nochmal im Gewächshaus... Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe woanders hingeschaut. Tut mir leid. Ich nehme mir gleich für dich Zeit. So. Das ist die falsche Kiste. Das ist die richtige. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, mache ich meinem Schatzi noch ein Geschenk heute Abend. Und dann gehen wir auch ins Bett. Ich wüsste nicht, was noch anstehen würde. Heute ist Montag, das heißt, es gibt nichts Besonderes. Komme ich da zu dir rüber? Nein, bitte nicht essen. Ach was, ich schenke es dir morgen. Ich muss dich ja nicht extra aufwecken dafür. Absolut nicht, das muss nicht sein. Dann schauen wir mal. Morgen ist das große Volksfest und wir haben einiges verdient. Das finde ich sehr gut. Mein Fortschritt wurde gespeichert. Ja, ja. So, guten Morgen, guten Morgen. Stehst du schon draußen? Tust du, guten Morgen. Ich bin heute früh aufgestanden, um die Tiere zu füttern. Ich hoffe, das macht deinen Job ein wenig einfacher. Ich habe auch das Wasser für Brot aufgefüllt. Vielen Dank, das freut mich. Und die Gesprächsoption war jetzt leider plötzlich weg. Ich weiß nicht warum, aber kann ich nichts machen. So, oh, ganz viele Artischocken sind fertig. Dann wollen wir euch doch mal mitnehmen. Hat sich doch glatt wieder gelohnt, dass ich hier neue Saat... hier neue Ding mitgenommen habe. Neue Saat. Dann kann ich das nämlich alles aussäen hier richtig gut. Einfach richtig gut. So. Ich hoffe, da ist sonst nirgends mehr was leer. Ich glaube, aber ich habe alles. Sehr schön auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ja, ich habe genug Inventar, gehe ich zu den Tieren und dann schaue ich mal, was ich so mitnehme. Schönes zu meiner Hofausstellung. Bauernhofschau, richtig gut. So, nehmen wir euch alle mit. Wo sind meine lieben Tiere? Da unten schlägt sich was durchs Gebüsch. Ich weiß jetzt nicht, wen ich alles lieb gehabt habe, aber so viele aufgestiegenen Herzen würden es wohl schon ein paar gewesen sein, hoffe ich mal. Das ist auch noch nicht fertig, dafür bist du fertig, richtig gut. Kann ich heute wieder nicht mit zu Robin mit dem Silo? Finde ich gar nicht gut. Kommt ihr nicht raus oder warum seid ihr alle noch drinnen? Ist da was? Ja, da ist was vor der Tür.
Könnt ihr jetzt raus? Ja. Okay, aber finde ich auch gut, dass das Spiel das berücksichtigt. Nicht so wie beim Louis, der durch die Welt läuft. Aber gut. Sei es drum, das kann ich schon mal so hinnehmen. Also das ist jetzt wirklich nicht das Problem. So, 8.10 Uhr. Dann wollen wir mal noch ein bisschen was verkaufen. Und ein bisschen was in die Mayonnaise-Maschine packen. Mal in die Käsemaschine. So, Mayonnaise-Maschine. Und Käsemaschine. Nein, nicht essen. Ich möchte das mitnehmen, das wegpacken. Und das auch wegpacken, bitte. Dann wollen wir doch mal. Wir haben. Haben wir Herbst. Da nehme ich sowieso mit. Haben wir. Ich nenne doch mal Herbstfülle. Das ist doch ein tolles Gericht. Also ich würde Signal mitnehmen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was ich davon mitnehmen möchte, ehrlich gesagt. Ich wäre schon irgendwie für die Herbstfülle, falls ich die noch finde. Ah, sehr schön. Dann kommt jetzt erstmal hier das Minenzeug hier in die Kiste. Und dann wird hier, ich weiß, ich könnte Wolle machen, ich weiß, ich weiß. Das weg. Ein bisschen Platz im Inventar habe. Dann würde ich sagen, Diamanten. Ja, vielleicht mal zwei nehme ich mit. Schon der wertvollste Stein, der macht dann sicherlich Eindruck. Was nehme ich denn noch mit? Fische muss ich noch mitnehmen. Ich könnte eine Goldmelone aufstellen auf jeden Fall. Dann vielleicht zwei Fische. Da habe ich doch legendäre. Dann stelle ich doch zwei legendäre aus. Komm, wenn schon, denn schon. Muss ich ein bisschen protzen hier. Legendäre, dich und... Ah, der Schattenlachs steht vielleicht nicht so hoch im Kurs. Ich weiß es nicht. Den Anglerfisch. Sonst will ich vielleicht noch Wein mitnehmen. Ich weiß es gerade gar nicht. Was könnte ich denn noch mitnehmen? Habe ich noch... Ach, ich nehme Stoff mit einfach. Oder ich nehme was Unverarbeitetes mit. Vielleicht gibt es ja auch noch Punkte. Ich nehme eine Riegelqualität mit. Habe ich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was? Achso, 9 die Melone. Ja, das passt dann. Dann würde ich sagen, gehe ich mal auf zum Stadtplatz. Dann muss ich mich dann heute Abend noch drum kümmern oder so. Ja, ja, das muss ich wohl. Kann man hier auch was kaufen? Ja, kann man scheinbar. Dann wollen wir mal schauen. Ja, ach so. Da brauche ich Sternemarken. Ha, sowas will ich sehen. Hier, nimm eine Sternmarke. Oh, danke schön. Dann will ich doch mal... Eine Melone, einen goldenen Pilz, einen Anglerfisch, einen Mutantenkarpfen. Vielleicht gibt er auch Abzug, weil das so hässlich ist. Ich weiß es nicht. Was wollte ich noch reinpacken? Ich wollte noch reinpacken. Dann hoffe ich doch sehr, dass es reicht. Ich habe mein Bestes gegeben, aber meine Auslage ist dieses Jahr im Vergleich zu Pierre ziemlich schwach. Naja, vielleicht geben mir die Richter Bonuspunkte für den massiven Käseleib. Also du hast schon... Eine tolle Auslage, meiner Meinung nach. Mein Geschäft vertreibt die allerfeinsten Qualitätsprodukte des gesamten Tals. Seid euch einfach meine Auslage. Angeber. Das funktioniert nicht. Wünsche dir viel Glück, falls du auch daran teilnimmst. Das freut mich, obwohl wir Konkurrenten sind. Aber ich muss sagen, wenn du Kürbisse oder Blaubeeren so Wochen zuvor beiseite legst, dann verderben sie. Nun, Korn, heute ist der große Tag. Unser wichtigstes Fest im ganzen Jahr, das Standortal Volksfest. Falls du bei der Bauernschau mitmachen willst, habe ich dir einen Stand freigelassen. Wenn du alles vorbereitet hast, lass es mich wissen, damit wir mit der Bewertung anfangen können. Ja, fang doch bitte an. Ja, bin ich. Ich weiß ja von letztem Jahr, dass ich währenddessen rumlaufen kann und mich mit anderen Leuten unterhalten. Das war eine lange Busfahrt hierher, aber das war es so wert. Dieses Tal ist wunderschön. Simon liebt es, nicht wahr, Simon?
ich habe die ganzen Spiele schon gewonnen. Was jetzt? Ich habe das starke Spiel zu oft gespielt und meine Arme fühlen sich jetzt an wie Gummi. Tja. Warst du schon bei der Wahrsagerin? Sie hat einen Stand am Friedhof. Ich habe sie schon besucht. Sie hat mir etwas Interessantes verraten. Um die Spiele kümmere ich mich dann nachher. Weißt du, ich wäre sicher ein ziemlich guter Clown geworden. Vielleicht habe ich meine Bestimmung verpasst. Vielleicht, du kannst ja immer noch so nebenberuflich Clown machen oder so. Deine Aussage wurde bewertet. Geh zurück zu Bürgermeister Lewis für das Ergebnis. Ich finde, das sieht besser aus wie im letzten Jahr, aber man weiß nicht. Er sieht nicht sonderlich glücklich aus. Bürgermeister Lewis wollte wohl dieses Jahr mit einem Discount-Clown Geld sparen. Warte darauf, dass der Clown irgendwas Lustiges macht. Ziemlich enttäuschend. Oh, ihr beide seid also nicht so sehr begeistert vom Clown, dann gehe ich doch mal kurz zurück zum Lewis. Du hast den ersten Platz in einer Wertung von 107 erreicht. Vielen Dank, dein Preis in Toast Standard gibt es nicht alle auf einmal aus. Und vergiss nicht, deine Auslage wieder einzusammeln. Vielen Dank. Hast du noch sonst was zu sagen? Nein. Richtig gut, dann sammeln wir unser Zeug mal wieder ein. So, sehr schön. Ach, jetzt habe ich sowieso vergessen, den Kürbis mitzunehmen. Ich würde einen für die Pam mitnehmen. Habe ich aber leider vergessen, aber ich könnte ihn vermutlich heute sowieso nicht geben. Hallo, du bist doch auch ein Tourist, oder? Du hast eine ganz schön nette Stadt. Angenehm und kuschelig mit einem echten Gemeinschaftsgefühl, das freut mich. Ich habe das Glücksrad jetzt schon 10 Minuten gewonnen und der Mann will mich nicht mehr spielen lassen. Oh, hat er jemand den Trick durchschaut? Falls es einen dabei gibt. Robin arbeitet wirklich hart als Schreinerin. Sie hat die Anerkennung redlich verdient. Ja, hat sie. Holzverarbeitung ist eine alte Tradition. Ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Hallo Lea. Ich bewundere Robins Fähigkeiten im Schreinern. Ich benutze eine Menge ähnlicher Techniken bei meiner Arbeit. Interessant, interessant. Steht da unten oder hinten noch jemand? Man weiß es nicht, nein. Dann wollen wir mal Richtung Wahrsagerin bzw. Richtung Friedhof gehen. Ich habe im Wasser entlang, aber ich habe den Verdacht, da steht vielleicht der Willi und angelt. Aber nein, sieht nicht so aus. Sieht wirklich nicht so aus. Schade, schade. Ach, da ist die Wahrsagerin. Ich wollte gerade sagen, wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Zum Zauber gehe ich auch gleich. Ah ja, in meiner Kristallkugel wird Vision der Zukunft. Dann schauen wir mal, was du mir zu sagen hast. Hm, ich sehe dich auf einer Liege. Sieht nach einem Krankenhaus aus. Pam ist da, um dir bei der Genesung Gesellschaft zu leisten. Wie aufmerksam. Finde ich aber nicht gut, dass ich im Krankenhaus liege. Jetzt sehe ich dich und Sam auf einer Wiese. Ihr scheint glücklich zu sein. Die Gestaltkugel hat sich geändert. Ah, du kämpfst. Irgendwas Entsetzliches stürmt aus der Dunkelheit auf dich zu, aber du scheinst mehr als bereit zu sein, dich ihm zu stellen. Ah, die Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Jetzt denk daran, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Was auch immer ich dir heute erzählt habe, kann sich stets ändern, wenn du dich anstrengst. Auf Wiedersehen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Vorhersage. Und freut mich, dass du Sam und mir eine glückliche Beziehung voraussagst. Velvig und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten. Sie ist eine bemerkenswerte Wahrsagerin und eine gute Freundin. Dieser Clown, er kommt mir irgendwer bekannt vor. Vielleicht von der Schule der Illusionen oder aus dem Karneval der Geheimnisse? Hm. Ach so, das wäre nur das Grab, aber das möchte ich sowieso nicht anschauen. Hier haben wir uns ja auch sowieso schon mal angeschaut. Habe ich meine Ausleihe nicht wieder? Ja, habe ich. Sehr schön. Hallo, hallo. Ist heute ein wenig hektisch. Ich bleibe einfach ein wenig hier. Tu das. Sebastian wird sich nie ändern. Unterhältst du dich gut? Ja, das tue ich doch, würde ich mal so sagen. Oh, das ist Marlon. Ich beschwere mich hin, wie du meinen Job, aber ich bin stolz auf meine Arbeit. Das sind ein paar meiner besten Stücke. Ich hoffe, sie gefallen dir. Ja, das tun sie. Klinsklingen werden jedes Jahr schärfer. Seine Preise auch. Stimmt, er hat ja eingezogen. Oh, wenn er das jedes Jahr macht, das finde ich gar nicht gut. Gut, aber andererseits, ich brauche auch nicht wirklich was von ihm, oder? Um die Spiele kümmern wir uns gleich. Ich möchte zuerst mal zu allen Leuten Hallo sagen. All diese Tiere sind so freundlich und lieben es, gestreichelt zu werden. Autsch, eine Henne hat mir den kleinen Finger gepickt. Und ein paar Schritte weiter gilt Gast ein paar Portionen Schweinrippchen. Huch, ich muss wohl etwas in mich gehen. Tut er wirklich? Das finde ich doch... Ich weiß nicht, ob ich schade oder witzig finde. Diese Tiere beurteilen Leute nie nach ihrem Aussehen. Von Menschen kann man das nicht gerne haben. Ja, es gibt solche und solche Menschen, aber ja, auf die meisten wird das dazu... Ach, da oben steht Willi. Wow, das ist der größte Käseleib, den ich je gesehen habe. Sehr beeindruckend. Gesehen habe, Entschuldigung. Wow, ich habe echt wenig Punkte. Bürgermeister Lewis ist wohl kein Freund von Fischen. Nun gut. Ach, kann ich mit euch jetzt nochmal sprechen? Nun, ich habe nicht gewonnen, aber ich bin...
damit zufrieden, all meine harte Arbeit zu sehen. Ach so, jetzt sind die alle enttäuscht, weil ich gewonnen habe. Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Tja. Tja, stimmt, mit dir kann ich nicht mehr reden. Schau ich erstmal, was es Gutes gibt hier. Ja, bitte. Erstmal die Sammlervogelscheuche. Und dann einen Fedora. 500. Bekomme ich das noch zusammen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie gut die Spiele sind. Das war ja gar nicht mein Spiel. Ja, bitte. Unfair. Was ist da denn los? Naja, also das wird sicher nicht mein Spiel. Vor allem, wenn ich quasi aus dem Bildschirm rauszielen muss. Oh, und jetzt kommt schon die Pyramide. Finde ich schade. Das ging leider schon ins Nichts. Ja, ich glaube, das wird definitiv nicht mein Spiel. Ich glaube, für die paar Punkte bekomme ich nicht mal was. Auch wenn ich das sehr schade finde. Oh, das hat nicht mehr gezählt. Schade. 43, Genauigkeit 52, Prozent erfolgreiche Schüsse 17 von 34, kein Genauigkeitsbonus. 12 Sterne Marken. Nicht so gut. Was kann ich bei dir machen? Nein, ich kaufen will ich sie sicher nicht. Dann wollen wir mal spielen. Oh, zu Pam muss ich noch Hallo sagen. Wie schaut's aus? Ja, wenn die Fische alle so sind, dann finde ich das ziemlich gut. Ich laufe ein bisschen kurz aus, damit ich nicht so viel brauche für den Auswurf, so lange. Denn es geht ja auch von meiner Zeit ab. Ich muss sie halt nur auswerfen können, natürlich, ne? Aber ich fürchte, das wird auch nicht viel. Also mir nicht viel einbringen. Es beißen relativ selten Fische an, habe ich so das Gefühl. Dann wollen wir doch mal. Oh, leider nicht mehr perfekt. Das ist schade. War es ein Schwarzbarsch? Ich weiß es nicht. Ich vermute es. Wieso kommen da so viele Grünalgen? Gar nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Der Fisch, das ist ein Treffer. Das freut mich doch. Ein anspruchsvollerer Fisch, finde ich zumindest. Fisch, der endlich mal wieder perfekt seht. Ja, was heißt seht, aber er ist mal wieder perfekt. Das finde ich gut. Dann nehmen wir dich mal noch mit. Sehr schön. Vielleicht fange ich noch einen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich dem zu Ende angeln darf. Ich hoffe es doch fast schon. Nicht nur fast, ich hoffe es. Es war leider nicht mehr perfekt und das reicht nicht mehr. 120, ich weiß ja nicht. Fische 6. 200 Perfektionsbonus, richtig gut. 192 Sternenmarken. Was kostet der Hut? Ich glaube 500 oder so. Ja, dann eigentlich noch einmal bei der Easy. Beeil dich besser, mein Kind, bevor ich mir jeden einzelnen Fisch aus dem Zelt schnappe. Spiel ich nochmal, hoffe, dass es nochmal so oder so ähnlich läuft. Das wollte ich nicht. Denn dann habe ich den Hut auch. Und dann bin ich eigentlich glücklich. Gleich wieder heimgehen, würde ich sagen. Ja. Und ich glaube, auch unterschiedliche Fische geben unterschiedliche Punkte. Und das ist doch wieder nicht perfekt. Ich könnte doch schon wieder kotzen. Das nervt mich abgrundtief, Leute, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Das vermutlich gemerkt habt, an einer nicht sehr netten Ausdrucksweise. Es tut mir übrigens leid. Aber ich möchte das nicht nochmal spielen. Denn ich denke, ihr habt das jetzt dann auch zu Genüge gesehen. Wie schaut's aus? Ich finde es schade, dass man hier das nicht so deutlich sieht wie beim normalen Angeln. Finde ich zumindest.
Da muss ich genau auf den Schwimmer achten von der Angel. Ja, aber gut, das werden wir auch schaffen, würde ich mal so sagen. Wenigstens wird der perfekt, immerhin einer. Ich weiß nicht, ob ich noch einen zweiten perfekt hatte. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, nein. Was ich nicht so gut finde, ehrlich gesagt. Das war gerade knapp. Das war sehr knapp. Aber zum Glück perfekt. Und das war ein Kohlwarf, wenn mich nicht alles täuscht. So, mal schauen, ob wir dich zu Ende angeln dürfen. Ich glaube, danach war es das dann auch. Ja, noch 4 Sekunden. Ich glaube, das wird nichts mehr. Nein. Nein, und oh, und trotz, dass ich den Fisch hatte, darf ich nicht mehr zu Ende angeln. Das finde ich schade. Fische gefangen 6. 196 Perfektionsbonus und 186 Standmarken. Richtig gut. Denn damit müsste ich den Hut doch haben. Kann ich mir sogar nochmal so komische Dinge kaufen. So komische Sonnenblumen. Nein, kenne ich gar nicht. Ich habe nur noch 91. Gut, sei es drum, ist auch nicht so wild. Ja, verlassen bitte. Dann ziehe ich mal den komischen Hut auf. Naja, ich weiß ja nicht. Aber von mir aus lassen wir es mal so stehen. Habe ich noch eine andere Milch? Habe ich nicht. Gut, gut. Kommt das alles mit und wird verkauft. Einer der Diamanten wird verkauft, beide von euch. Die legendären Fische natürlich nicht. Nein, die Artischocke wird auch nicht verkauft. Die wollte ich noch für irgendwas, ich weiß nur nicht mehr für was. Dann kommt die Melone daher und steckt sich hier wieder schön. Dann kommt die Herbstfülle weg. Du nicht. Hast du da drin? Ich weiß es nicht. Ich vermute es mal. Dann ist da auch voll. Kommen 2 Diamanten wieder in die Minenkiste. Dann bringe ich das Ganze wieder weg. Nämlich das, was da reingehört. Zack. Dann war es das eigentlich auch. Packt ihr das Schock immer auch da rein, einfach so. Und dann haben wir diese. Die könnte echt schön aussehen eigentlich. Ich glaube, die gefällt mir. Ja, doch, ich denke, die gefällt mir. Nehme ich hier noch Preisebeeren mit und verkaufe sie. Für die muss ich mir dann natürlich noch einen schlauen Standort aussuchen, eindeutig. Aber so vorübergehend passt das schon. Dann würde ich sagen, gehe ich auch ins Bett. Hat heute, ach nee, ein Festtag hat niemand Geburtstag. So, gute Nacht, mein Lieber. Nein. Ich möchte noch den Hut ausziehen. Obwohl, ich könnte ihn die nächsten paar Tage mal dran lassen eigentlich. Ja, bitte. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Stardew Valley.